Hallo, ich bin Bettina und lese heute wieder aus Bettine von Arnims Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Goethe an Bettine. Weimar, den 3. November 1809. Wie könnte ich mich mit dir, liebe Bettine, wollen in Wettstreit einlassen? Du übertriffst die Freunde mit Wort und Tat, mit Gefälligkeiten und Gaben, mit Liebe und Unterhaltung. Das muss man sich denn also gefallen lassen und dir dagegen so viel Liebe zusenden als möglich, und wenn es auch im Stillen wäre. Deine Briefe sind mir sehr erfreulich. Könntest du ein heimlicher Beobachter sein, während ich sie studiere, du würdest keineswegs zweifeln an der Macht, die sie über mich üben. Sie erinnern mich an die Zeit, wo ich vielleicht so närrisch war wie du, aber gewiss glücklicher und besser als jetzt. Dein hinzugefügtes Bild ward gleich von deinen Freunden erkannt und gebührend begrüßt. Es ist sehr natürlich und kunstreich, dabei ernst und lieblich. Sage dem Künstler etwas Freundliches darüber, und zugleich, er möge ja fortfahren, sich im Radieren nach der Natur zu üben. Das Unmittelbare fühlt sich gleich, dass er seine Kunstmaximen dabei immer im Auge habe, versteht sich von selbst. Ein solches Talent müsste sogar lukrativ werden. Es sei nun, dass der Künstler in einer großen Stadt wohnte oder darauf reiste. In Paris hatte man schon etwas Ähnliches. Veranlasse ihn doch, noch jemand vorzunehmen, den ich kenne, und schreibe seinen Namen. Vielleicht gelingt ihm nicht alles wie das interessante Bettinchen, fürwahr. Sie sitzt so treulich und herzlich da, dass man dem etwas korpulenten Buche, das übrigens im Bilde recht gut komponiert, seine Stelle beneiden muss. Das zerknillte Blättchen habe ich zugleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen, und so steht es vor mir, indem ich dies schreibe, sende ja bald bessere Abdrücke. Albrecht Dürer wäre ganz glücklich angekommen, wenn man nicht die unselige Vorsicht gehabt hätte, feines Papier obendrauf zu packen, das denn im Kleide an einigen Stellen gerieben hat, die jetzt restauriert werden. Die Kopie verdient alle Achtung, sie ist mit großem Fleiß und mit einer ernsten, redlichen Absicht verfertigt, das Original möglichst wiederzugeben. Sage dem Künstler meinen Dank. Dir sage ich ihn täglich, wenn ich das Bild erblicke. Ich möchte von diesem Pinsel wohl einmal ein Porträt nach der Natur sehen. Da ich das Wort Natur abermals niederschreibe, so fühle ich mich gedrungen, dir zu sagen, dass du doch dein Naturevangelium, das du den Künstlern predigst, in etwas bedingen möchtest, denn wer ließe sich nicht von einer so holden Pythonisse gern in jeden Irrtum führen? Schreibe mir, ob dir der Geist sagt, was ich meine. Ich bin am Ende des Blatts und nehme dies zum Vorwand, dass ich verschweige, was ich zu sagen keinen Vorwand habe. Ich bitte dich nur noch, durch Übersendung durantischer und marcellinischer Kompositionen abermals lieblich in meinem Hause zu spuken. In diesen Tagen ließ sich eine Freundin melden. Ich wollte ihr zuvorkommen und glaubte wirklich, dir entgegenzugehen, da ich die zweite Treppe im Elefanten erstieg, aber es entwickelte sich ein ganz ander Gesicht aus der Reisekapuze. Doch ist mir seitdem angetan, dass ich mich oft nach der Tür wende, in der Meinung, du kommst, meinen Irrtum zu berichtigen. Durch eine baldige, ersehnte Überraschung würde ich mich auch noch der in meiner Familie altherkömmlichen prophetischen Gabe versichert halten, und man würde sich mit Zuversicht auf ein so erfreuliches Ereignis vorbereiten, wenn der böse Dämon nicht gerade eingeübt wäre, zuvörderst dem Herzen seine tückischsten Streiche zu spielen und, wie die zartesten Blüten, oft noch mit Schnee bedeckt werden, so auch die lieblichste Neigung in Kälte zu verwandeln. Auf sowas muss man denn immer gefasst sein, und es ist mir zum warnenden Merkzeichen, dass ich dem launigen April, obschon im Scheiden begriffen, deine erste Erscheinung verdanke. Goethe. An Goethe. München, den 9. November. Ach, es ist so schauerlich mit sich allein sein in mancher Stunde. Ach, so mancher Gedanke bedarf des Trostes, den man doch niemand sagen kann. So manche Stimmung, die gerade ins Ungeheure, Gestaltlose hinzieht, will verwunden sein. Hinaus ins kalte, freie, auf die höchsten Schneealpen, mitten in der Nacht, wo der Sturmwind einen anbliese, wo man dem einzigen einengenden Gefühl der Furcht hart und keck entgegenträte, da könnte einem wohl werden, bilde ich mir ein. Wenn dein Genius eine Sturmwolke an dem hohen blauen Himmel hinträgt und sie endlich von den breiten mächtigen Schwingen niederschmettern lässt in die volle Blüte der Rosenzeit,
Das erregt nicht allgemeines Mitleid. Mancher genießt den Zauber der Verwirrung, mancher löst sein eigenes Begehren drin auf. Ein Dritter mit diesem Ich senkt sich neben die Rose hin, so wie sie vom Sturm gebrochen ist, und erblasst mit ihr und stirbt mit ihr. Und wenn er dann wieder auflebt, so ist er neu geboren in schönerer Jugend durch deinen Genius, Goethe. Dies sage ich dir von dem ersten, von dem Eindruck jenes Buchs, die Wahlverwandtschaften. Eine helle Mondnacht habe ich durchwacht, um dein Buch zu lesen, das mir erst vor wenig Tagen in die Hände kam. Du kannst dir denken, dass in dieser Nacht eine ganze Welt sich durch meine Seele drängte. Ich fühle, dass man nur bei dir Balsam für die Wunde holen kann, die du schlägst. Denn als am anderen Morgen dein Brief kam mit allen Zeichen deiner Güte, da wusste ich ja, dass du lebst. Und auch für mich. Ich fühlte, dass mir der Sinn mehr geläutert war, mich deiner Liebe zu würdigen. Dies Buch ist ein sturmerregtes Meer, da die Wellen drohend an mein Herz schlagen, mich zu zermalmen. Dein Brief ist das liebliche Ufer, wo ich lande und alle Gefahr mit Ruhe, ja sogar mit Wohlbehagen übersehe. Du bist in sie verliebt, Goethe. Es hat mir schon lange geahnt, jene Venus ist dem brausenden Meer deiner Leidenschaft entstiegen, und nachdem sie eine Saat von Tränenperlen ausgesät, da verschwindet sie wieder in überirdischem Glanz. Du bist gewaltig, du willst, die ganze Welt soll mit dir trauern, und sie gehorcht weinend deinem Wink. Aber ich, Goethe, hab auch ein Gelübde getan. Du scheinst mich freizugeben in deinem Verdruss. Lauf hin, sagst du zu mir, und such dir Blumen. Und dann verschließt du dich in die innerste Wehmut deiner Empfindung. Ja, das will ich, Goethe. Das ist mein Gelübde. Ich will Blumen suchen. Heitere Gewinde sollen deine Pforte schmücken, und wenn dein Fuß strauchelt, so sind es die Grenze, die ich dir auf die Schwelle gelegt. Und wenn du träumst, so ist es der Balsam magischer Blumen, der dich betäubt. Blumen einer fernen, fremden Welt, wo ich nicht fremd bin, wie hier in dem Buch, wo ein gieriger Tiger das feine Gebild geistiger Liebe verschlingt. Ich verstehe es nicht, dieses grausame Rätsel. Ich begreife nicht, warum sie alle sich unglücklich machen, warum sie alle einem tückischen Dämon mit stachlichem Zepter dienen. Und Charlotte, die ihm täglich, ja stündlich Weihrauch streut, die mit mathematischer Konsequenz das Unglück für alle vorbereitet, ist die Liebe nicht frei? Sind jene beiden nicht verwandt? Warum will sie es ihnen wehren, dieses unschuldige Leben mit und nebeneinander? Zwillinge sind sie, ineinander verschränkt reifen sie der Geburt ins Licht entgegen, und sie will diese Keime trennen, weil sie nicht glauben kann an eine Unschuld. Das ungeheure Vorurteil der Sünde impft sie der Unschuld ein. Oh, welch unselige Vorsicht! Weißt du was? Keiner ist vertraut mit der idealischen Liebe. Jeder glaubt an die Gemeine. Und so pflegt, so gönnt man kein Glück, das aus jener höheren entspringt oder durch sie zum Ziel geführt werden könnte. Was ich je zu gewinnen denke, es sei durch diese idealische Liebe, sie sprengt alle Riegel in neue Welten der Kunst, der Weissagung, der Poesie. Ja, natürlich, so wie sie in einem erhabeneren Sinn nur sich befriedigt fühlt, so kann sie auch nur in einem erhabeneren Element leben. Hier fällt mir deine Mignon ein, wie sie mit verbundenen Augen zwischen Eiern tanzt. Meine Liebe ist geschickt, verlasse dich ganz auf ihren Instinkt. Sie wird auch blind dahin tanzen und wird keinen Fehltritt tun. Du nimmst teil an meinen Zöglingen der Kunst, das macht mir und ihnen viel Freude. Der junge Mensch, welcher mein Blättchen radiert hat, ist aus einer Familie, deren jedes einzelne Mitglied mit großer Aufmerksamkeit an deinem Beginnen hängt. Ich hörte den beiden älteren Brüdern oft zu, wie sie Pläne machten, dich nur einmal von Weitem zu sehen. Der eine hatte dich aus dem Schauspiel gehen sehen, in einen großen grauen Mantel gehüllt. Er erzählte es mir immer wieder, wie mir das ein doppelter Genuss war. Denn ich war ja selbst an jenem Regentag mit dir im Schauspiel gewesen, und dieser Mantel schützte mich vor den Augen der Menge, wie ich in deiner Loge war, und du nanntest mich Mäuschen, weil ich so heimlich verborgen aus seinen weiten Falten hervorlauschte. Ich saß im Dunkel, du aber im Licht der Kerzen. Du musstest meine Liebe ahnen, ich konnte deine süße Freundlichkeit, die in allen Zügen, in jeder Bewegung verschmolzen war, deutlich erkennen. Ja, ich bin reich, der goldene Pactolus fließt durch meine Adern und setzt seine Schätze in meinem Herzen ab. Nun sieh, solch süßer Genuss von Ewigkeit zu Ewigkeit, warum ist der den Liebenden in deinem Roman nicht erlaubt? Oder warum genügt er ihnen nicht?
Ja, es kann sein, dass ein ander Geschick noch zwischen uns tritt. Ja, es muss sein. Da doch alle Menschen handeln wollen, so werden sie einen solchen Spielraum nicht unbenutzt lassen. Lass sie gewähren, lass sie säen und ernten, das ist es nicht. Die Schauer der Liebe, die tief empfundenen, werden einst wieder auftauchen. Die Seele liebt ja, was ist es denn, was im keimenden Samen befruchtet wird? Die tief verschlossene, noch ungeborene Blüte, diese, ihre Zukunft, wird erzeugt durch solche Schauer. Die Seele aber ist die verschlossene Blüte des Leibes, und wenn sie aus ihm hervorbricht, dann werden jene Liebesschauer in erhöhtem Gefühl mit hervorbrechen. Ja, diese Liebe wird nichts anders sein als der Atem jenes zukünftigen himmlischen Lebens. Drum klopft uns auch das Herz, und der Atem regiert das unbegreifliche Wonnegefühl. Bald schöpft er sich mit tiefem Seufzen aus dem Abgrund der Seligkeit. Bald kann er mit Windesschnelle kaum alles erfassen, was ihn gewaltig durchströmt. Ja, so ist es, lieber Goethe. Ich empfinde jede Minute, in der ich deiner gedenke, dass sie die Grenze des irdischen Lebens überschreitet, und die tiefen Seufzer wechseln unversehen mit den raschen Pulsen der Begeisterung. Ja, so ist es. Diese Schauer der Liebe sind der Atem eines höheren Lebens, dem wir einst angehören werden und das uns in diesen irdischen Beseligungen nur sanft anbläst. Nun will ich wieder zu meinem jungen Künstler zurückkehren, der einer der liebenswürdigsten Familien angehört, deren alle sehr hochbegabten Mitglieder so jung schon jetzt weit über ihre Zeit hinausragen. Ludwig Grimm, der Zeichner, machte schon vor 2 Jahren, da er noch gar wenig Übung hatte, aber viel stillen, vergrabenen Sinn, ein Bildchen von mir. Für mich hat es Bedeutung, es hat Wahrheit, aber kein Geschick fürs Äußere. Wenig Menschen finden es daher ähnlich. Auch hat mich noch niemand über der Bibel eingeschlafen gesehen, in rotem Kleide, in der kleinen gotischen Kapelle mit den Grabsteinen und Inschriften rundumher, ich eingeschlafen über der Weisheit Salomonis. Lasse es einrahmen als Lichtschirm und denke dabei, dass während er dein Abendlicht in stille Dämmerung verwandelt, ich träumend einer Hellung nachspähe, die den feurig Liebendsten der Könige erleuchtet. Des jungen Künstlers Charakter ist übrigens so, dass das übrige Gute, was du für ihn sagst, nicht anwendbar ist. Er ist furchtsam. Ich habe ihn mit List erst nach und nach zahm gemacht. Ich gewann ihn dadurch, dass ich mit Lust ebenso Kind war wie er. Wir hatten eine Katze, mit dem wir um die Wette spielten. In einer unbewohnten Küche kochte ich selbst das Nachtessen. Während alles beim Feuer stand, saß ich daneben auf einem Schemel und las. Wie es der Zufall wollte, war ich gekleidet, gelagert, drapiert. Mit großem Enthusiasmus für den günstigen Zufall machte er Skizzen nach der Natur und litt nicht, dass ich auch nur eine Falte änderte. So brachten wir eine interessante kleine Sammlung zusammen, wie ich gehe und stehe und liege. In die umliegende Gegend ist er gereist, wo schöne, anziehende Gesichter sind. Er brachte allemal einen Schatz von radierten Blättchen mit schöner Treue für das Gemütliche nachgeahmt. Das einfache Evangelium, was ich ihm predige, ist nichts anderes, als was dem Veilchen der laue Westwind zuflüstert. Dadurch wird's nicht in Irrtümer geführt werden. Beiliegende, radierte Blättchen nach der Natur werden dich erfreuen. Der Musiker ist mein Liebling, und bei diesem könnte ich schon eher in meinen Kunstpredigten über die Schnur gehauen haben, denn da hole ich weiter aus, und hier schenke ich dir nichts. Es geht nächstens wieder über dich her. Du musst das überströmende, unbegriffene Ahnungsgefühl wunderbarer Kräfte und ihrer mystischen Wirkungen in dich aufnehmen. Nächstens werde ich tiefer Atem holen und alles vor dir aussprechen. Sehr sonderbar ist es. Auch einen Architekten lernte ich früher schon kennen, der in deinen Wahlverwandtschaften unverkennbar erscheint. Er verdient es durch frühere, enthusiastische Liebe zu dir. Er machte damals einen Plan zu einem sehr wunderbaren Haus für dich, das auf einem Felsen stand und mit vielen erzenen Figuren, Springbrunnen und Säulen geziert war. Wie viel hätte ich dir noch zu sagen auf ein herrlich Wort aus deinem Brief? Es wird sich aber von selbst beantworten, oder ich bin nicht wert, dass du so viel Herablassung an mich vergeudest. Oft möchte ich dich ansehen, um dir Glück in die Augen zu tragen und wieder auch Glück daraus zu saugen. Darum höre ich jetzt auch auf zu schreiben. Bettine.